Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung erstmal. Und ich freue mich sehr, hier zu sein und auch das wichtige Thema und die wichtige Perspektive der Psychologie einbringen zu dürfen. Ich bin Jana Hoppmann, Psychologin. Und was mich seit Jahren tatsächlich umtreibt, ist so die Frage, warum handeln wir so wenig, aber auch, wie kommen wir eigentlich dann wirklich vom Träumen, wenn wir es mal geschafft haben, wenn wir es gewagt haben, dann rein wirklich ins Aktivwerden. Ich selbst persönlich war sehr lange ohnmächtig. Die Krisen dieser Zeit waren mir jahrelang bewusst und dennoch habe ich mich gefragt, was kann denn mein eigener Beitrag sein? Wie schaffe ich es aus meiner eigenen Ohnmacht heraus? Und ich habe mich auch gefragt, warum handeln denn eigentlich andere Menschen so wenig? Denkt man an Krisenzeiten, Kriegszeiten, Katastrophenzeiten. Wie kann das eigentlich sein? Dann habe ich Pablo kennengelernt bei einer Containerschiffreise nach Brasilien und er hat mir nochmal wirklich vergegenwärtigt, wie nah die Klimakrise an uns allen dran ist. Denn er selbst lebt in den Philippinen und hat mir berichtet, wie sehr tatsächlich er als Mensch in den Philippinen von der Klimakrise betroffen ist, wie sehr die Katastrophen dieser Zeit bei ihm in seinem Alltag schon längst angekommen sind. Und trotz all dem glauben wir mit Climateman dann eine Welt der Klimagerechtigkeit, dass kollektive Selbstwirksamkeit, also dass wir uns alle wirklich mächtig fühlen, möglich sein sollte. Und in die Richtung sollten wir alle gemeinsam arbeiten. Und genau deswegen versuchen wir, das Thema Empowerment voranzubringen. Also Menschen wieder in ein Gefühl der Selbstwirksamkeit. Wir können tatsächlich etwas tun, rein zu bewegen und zu motivieren, beziehungsweise besonders eben an ihre eigene intrinsische Motivation anzusetzen. Denn da geht es gleich noch ein bisschen darum, im Endeffekt können wir nur Menschen begleiten darin, wieder zurück zu dem zu finden, was sie eigentlich schon längst umgetrieben hat. Mit ClimateMind haben wir einerseits natürlich Beratungen und aber auch andererseits Trainings. Warum sage ich das hier, dass Sie es ein bisschen einordnen können? Wir starten jetzt ja heute mit einem Vortrag und gehen dann wirklich in die praktische Phase. Das heißt, nehmt gerne all diese Impulse schon mal mit auf und tragt die dann in die praktische Phase mit hinein. Also es geht hier wirklich darum, diese Erkenntnisse nicht nur inhaltlich, sage ich mal so, sacken zu lassen, sondern dann wirklich in die eigene Praxis, in die eigene Bildungspraxis reinzubringen. Mit dem Ziel sind wir alle gemeinsam hier. Dass ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt. Wir arbeiten einerseits mit dem zivilgesellschaftlichen Sektor, mit NGOs, mit Stiftungen, andererseits mit Unternehmen und eben auch mit Verwaltung und Politik. Das heißt, auch das kann gerne bei Fragen, wie können wir eigentlich, sage ich mal, bildungsrelevante Themen auch in andere Sektoren tragen, Bildung, sage ich mal, weitergreifen als nur in der Zivilgesellschaft. All das können natürlich auch Themen sein, mit denen wir uns hier beschäftigen. Soweit aber erstmal dazu. Jetzt ist ja wirklich die große Frage, was hält uns ab vom Handeln? Seit Jahren, seit Jahrzehnten, wie können wir das psychologisch auch besser greifen? Dieses Bild steht erstmal nur symbolisch dafür, dass wir wirklich in echten Krisen- und Katastrophenzeiten leben und dass wir es bisher irgendwie noch nicht geschafft haben, so mit unserem Planeten, mit dem, was uns allen zusammenhält, ohne dem wir gar nicht hier sein könnten, in Verbindung zu treten, dass wir tatsächlich langfristig so existieren könnten. Aus der Politikwissenschaft bzw. auch aus der Psychologie ist vielleicht die Perspektive des Super Wicked Problems ziemlich hilfreich. Also in der Klimakrise geht es um ein super vertracktes Problem, so wie eigentlich alle anderen SDG-Themen auch super vertrackte Probleme sind. Und ein Punkt davon, ein Merkmal möchte ich besonders herausgreifen. Und zwar müssen wir in dieser Klimakrise die Lösung von den Menschen bekommen, die uns in diese Krise reingebracht haben. Und das ist eine unglaublich schwierige Aufgabe. Und da sind wir direkt bei der Frage der Psychologie, wie können wir das eigentlich schaffen? Wie können wir die Menschen, die die Verantwortung dafür getragen haben, dass wir jetzt in der Krise sind, dazu zu befähigen, wirklich da rauszukommen? Natürlich Jugendliche, junge Menschen befähigen, aber eben im besten Fall auch die Menschen, die jetzt aktuell in entscheidenden Positionen sitzen. Und wie das genau geht, da sollten wir uns heute mit ganz ausführlich auseinandersetzen. Warum tun denn die meisten Menschen so wenig? Ich würde da gerne mal so ein paar Impulse von euch aus dem Raum mit aufgreifen. Ein paar erste Hypothesen. Wie erklärt ihr euch selbst, dass bisher so wenig passiert ist zum Thema Klimakrise? Bequemlichkeit, ja. Noch andere? Wie bitte? Gewohnheiten, ja. Bequemlichkeit, Gewohnheiten. Wir noch da hinten?
Egoismus, was hat der Herr hinter Ihnen gesagt? Es betrifft nicht uns. Profitstreben, Angst, ja. Zu wenig Einfluss, okay. Also wir haben hier schon jetzt einige Zutaten zusammengesammelt und nach einem Modell, was ich ganz hilfreich finde, können wir eigentlich so drei Aspekte aufmachen. Einerseits so Rahmenbedingungen, ne? Da kam zu wenig Einfluss zum Beispiel. Also was ist der Rahmen, der uns überhaupt ermöglicht zu handeln oder uns eben auch wirklich schwer macht? Externe Rahmenbedingungen. Was ist im Supermarkt überhaupt angeboten? Welche Arbeitsplätze sind aktuell verfügbar? In welchem Wirtschaftssystem leben wir? Das sind alles die externen Rahmenbedingungen, die Opportunities, die Möglichkeiten, die wir überhaupt haben. Wenn wir die Möglichkeiten haben, brauchen wir aber auch die Fähigkeiten, die Abilities. Anders funktioniert es nicht. Und genau deswegen sind wir auch hier. Alle Bildungsakteure können Fähigkeiten schaffen, können Fähigkeiten stärken, ganz wichtig. Ne? Aber ohne die politischen, ökonomischen Rahmenbedingungen funktionieren die besten Fähigkeiten schwierig. Und Motivation, auch deswegen sind wir hier. Also im besten Fall schaffen es Bildungsangebote, genau das beides zu stärken. Die Abilities und die Motivation. Und die hängen miteinander sehr nah zusammen. Denn mit der besten Fähigkeit ohne Motivation werden wir nicht ins Handeln kommen. Andererseits, mit der besten Motivation, uns fehlen die Fähigkeiten, wird es aber auch schwierig. Das heißt, wir brauchen wirklich diese drei Zutaten. Und da spielt Bildung eine unglaublich große Rolle. Wir zoomen aber dafür einmal noch mal so ein bisschen zurück. Was ist eigentlich genau Klimapsychologie? Klimapsychologie bewegt sich zwischen der Umwelt einerseits und dem Individuum andererseits. Also alles, was so in der Interaktion zwischen dem einzelnen Menschen oder auch Gruppen und eben unserer Umwelt, unserer Mitwelt, je nachdem, wie wir es formulieren möchten, passiert, damit beschäftigt sich die Umwelt- und Klimapsychologie. Und klassischerweise, das funktioniert leider nicht, dann muss ich mich leider hier hinstellen, alles, was sich darin bewegt, also das Erleben und Verhalten, das ist klassischerweise ein Thema der Psychologie. Auch diese traurige Erkenntnis ist euch allen wahrscheinlich bewusst. Also, dass nur weil wir das Wissen haben, noch lange nicht eine Absicht zum Handeln besteht. Also der Weg auch zur Absicht ist wirklich ein langer. Und dann klassische Frage des inneren Schweinehunds. Wie kommen wir von der Intention denn eigentlich ins Handeln? Wie lange wollte ich schon mal mehr Sport machen? Also die Intention habe ich wirklich schon seit einer langen Zeit, das können Sie mir alle glauben. Aber ich habe es immer noch nicht geschafft, es umzusetzen. Und so gibt es natürlich auch bei umweltrelevanten Verhaltensweisen eine sehr, sehr große Lücke. Einerseits kann Psychologie das erklären, andererseits kann Psychologie aber auch helfen, tatsächlich genau daran zu gehen und Bildungsakteure dazu zu befähigen, genau diese zwei Lücken zu schließen. Und Achtung, Motivation, also im Sinn von, ach naja, ich versuche doch jetzt einfach mein Gegenüber mal zu motivieren, ist gar nicht so einfach. Denn wie gesagt, ich reiß mal vorweg, Motivation, und da gehen wir aber später in den Workshops nochmal tiefer rein, ist etwas, was immer in uns passiert und nicht einfach von außen ausgelöst werden kann. Ne? Motivation ist ein innerer Prozess. Den können wir natürlich begleiten, bestärken, unterstützen, aber die Motivation, die passiert immer nur in der Person, die dann am Bildungsangebot teilnimmt. So, was hält uns denn jetzt eigentlich alles ab? Ich habe da mal so drei Aspekte mitgebracht, rund ums Thema Denken und Fühlen und dann nochmal drei Aspekte rund ums Thema Identifikation, Identität, wer sind wir eigentlich, die uns ganz stark abhalten. Und das dockt wunderbar an die Aspekte an, die Sie alle schon genannt hatten. Wissen und Distanz. Wie sehr wissen wir denn eigentlich tatsächlich und wie relevant ist denn das Wissen? Wissen zu vermitteln ist relativ leicht. Ich schätze, da habt ihr alle keine großen Probleme mit. Und dennoch merken wir, wir sind alle irrationaler, als wir erstmal davon ausgehen. Ja, also nur weil wir Dinge erkannt haben, heißt es noch lange nicht, dass wir sie in die Tat umsetzen. Wie gesagt, Wissen, Intention, Verhalten, da sind jeweils ziemlich große Lücken dazwischen. Wir sind irrationaler, als wir denken. So die kleinen technischen Tricks. Wäre auch schade, wenn die Technik funktionieren würde. Es ist also wichtig, dass wir nicht nur am Wissen ansetzen, sondern von da aus eigentlich starten und dann viel weitergehen. Andererseits ist viel relevanter als das Wissen nochmal die Frage, wie nah ist denn emotional die Krise wirklich an uns dran? Wir nennen das in der Psychologie die psychologische Distanz. Also wie sehr haben wir wirklich das Gefühl, dass wir selbst betroffen sind? Im Sinn von zeitlich betroffen sind,
geografisch betroffen sind, sozial betroffen sind und auch hypothetisch. Also das sind alles so Negativbeispiele. Klimaneutral 2050 schafft bei uns das Gefühl, oh, das ist ja noch super weit weg, muss ich mich ja jetzt aktuell überhaupt gar nicht mit auseinandersetzen. Eisbären, sind wir denn über Deutschland überhaupt betroffen? Ja gut, die Eisbären sollten wir schon schützen, aber die sind ja auch total weit weg. Also jede Art von Distanzschaffung, auch durch unsere Sprache, durch unsere Bilder, durch die Inhalte, die wir in den Bildungsangeboten vermitteln, kann eine Distanz oder auch eine emotionale Nähe schaffen. Und was sollten wir tun? Natürlich die emotionale Nähe schaffen, denn erst dann wird ein Thema relevant und wir haben das Gefühl, es ist wirklich für uns bedeutsam, sich damit auseinanderzusetzen. Wir sollten also alle ganz klar machen, es ist eine Krise, die sich im Hier und Jetzt stattfindet. Auch Leute wie wir betroffen sind, Menschen mit Gemeinsamkeiten wie uns, Leute hier in Deutschland, aber eben auch Menschen im globalen Süden, mit denen wir uns identifizieren können, vielleicht gute Freundinnen, Freunde von uns. Und es besteht ein ganz klarer wissenschaftlicher Konsens. Haben wir uns das Thema Wissen und Distanz angeschaut. Kognitive Dissonanz, ich gehe davon aus, der Begriff, also der zweite wichtige Punkt, ist euch allen schon mal über den Weg gelaufen. Hier ist ja die große Frage, wie stehen unsere Glauben oder unsere Einstellung, so im Sinn von Klimaschutz ist mir natürlich super wichtig, so das sage ich erstmal so zu mir selbst, in Beziehung mit dem, was ich dann eigentlich an beobachtbarem Verhalten zeige. So mein neues Haus, ne, ich baue mir erst ein großes neues Haus mit ganz viel Stahl und Zement. Und gleichzeitig sage ich, ja, Klimaschutz ist mir super wichtig. So, und diese Widersprüchlichkeit, die prangern wir gerne bei anderen an, aber die haben wir alle in uns. Logischerweise, denn wenn wir uns nochmal zurückerinnern an die Opportunities, wir sind noch nicht in einem System, in einer gestalteten Welt so angekommen, dass es möglich ist, all das, was uns am Herzen liegt, alle Glaubenssätze und Einstellungen wirklich in das Verhalten umzuwandeln. Das heißt, das sollten wir immer im Hinterkopf behalten. Diese Widersprüchlichkeit, die ist sehr unangenehm dennoch, auch wenn wir uns natürlich vergegenwärtigen können, dass wir die alle in uns tragen. Die wollen wir aber dennoch loswerden. Also wir wollen alle gerne konsistent sein, nennen wir das in der Psychologie, dass alles so zusammenpasst. Unterschiedliche Kognition mit unserem Verhalten, dass wir insgesamt das Gefühl haben, ja, das ist kohärent, das macht Sinn. Das ist aber leider nicht so, deswegen wollen wir sie loswerden. Und da gibt es unterschiedlichste Ansätze. Kurz Zusammenfassung, das sind alles so unsere geschickten Varianten, mit unserer Unzulänglichkeit, sage ich mal, umzugehen. Das, was wir uns häufig wünschen würden als Bildungsakteure vielleicht, ist, dass doch dann die Teilnehmenden sagen, ja, genau, das habe ich jetzt verstanden, ich bin da so widersprüchlich und das löse ich jetzt einfach auf und ich mache jetzt was anderes. Das ist tatsächlich die Verhaltensweise, die nahezu unmöglich ist, weil sie sehr unbequem ist. Also in der Regel wenden wir alles darüber an, leugnen die Verantwortung, kompensieren, verändern unsere Einstellung oder Glaubenssätze, also damit wieder alles zusammenpasst. Das Verhalten ist sehr schwierig anzupassen. Was nehmen wir an dieser Stelle mit? Wir sollten uns die Opportunities angucken, die Strukturen, ganz wichtig, das sollte ein zentraler Teil in jedem Bildungsangebot sein, die Strukturen zu ändern, sodass wir konsonantes Verhalten überhaupt zeigen können. Also Verhalten, welches in Bezug, im Zusammenhang, in sinnvollem Gleichgewicht mit dem steht, was unsere Werte und unsere Einstellungen sind. Also wir brauchen Strukturen, in denen nachhaltiges Verhalten auf unterschiedlichen Ebenen bequem, günstig und einfach wird. Und dann, wenn wir dann die Glaubenssätze und die Einstellungen haben, dann ist der Schritt zum Verhalten auch nicht so lang. Ja, der nächste Punkt, den ich euch mitgebracht habe, ist die Frage der sozialen Ablehnung. Wir alle sind soziale Menschen. Ne? Also wir können uns gar nicht vorstellen, angenommen, wir wären geboren und wären dann erstmal für 3 Jahre irgendwo, sage ich mal, jenseits der Zivilisation irgendwo alleine hingebracht worden. Aus uns wäre nicht der Mensch geworden, der wir jetzt sind. Also wir sind davon abhängig, mit anderen Menschen in Interaktion zu treten. Das ist auch ein fundamentales Grundbedürfnis von nahezu allen Menschen, die soziale Verbundenheit, sich in einer Gemeinschaft wohlzufühlen. Nun ist ja aktuell leider Klimaschutz häufig mit sozialer Ablehnung immer noch assoziiert, auf unterschiedlichen Ebenen. Also wir gehen nach Hause, reden dann vielleicht mit unseren Freunden, mit unserer Familie und über unsere neue Idee, wir wollen uns vielleicht vegan ernähren oder jetzt nie wieder mit dem Flugzeug fliegen oder ähnliches, um mal so ein paar Konsumbeispiele zu nennen. In der Regel hören wir da nicht die allertollsten Bestärkungen und Anerkennung. In diese Welt sollten wir noch uns hineinarbeiten. Aktuell erleben wir noch an vielen Stellen soziale Ablehnung.
Und das ist ein ganz großes Problem, das ist eine ganz große Hürde, die uns aktuell umtreibt. Um da vielleicht nochmal die Dimension aufzumachen, warum das Soziale so existenziell ist und wir uns unbedingt mit sozialen Dimensionen in der Klimakrise und in Bildungsangeboten auseinandersetzen sollten, ist es folgende. Denn man könnte sich ja überlegen, warum glauben manche Menschen immer noch nicht an die Klimakrise, leugnen oder sind mindestens skeptisch. Das liegt nicht am Wissen. Nach einer spannenden Meta-Analyse von Hornsey et al. Sind drei wichtige Zutaten dafür relevant. Und das sind alles Zutaten, die auf der sozialen Identitätsebene sich bewegen. Das sind individualistische und hierarchische Werte. Das sind die Zugehörigkeit bzw. dann auch Zugehörigkeitsgefühle zu konservativen Parteien. Das ist eine amerikanische Zusammenfassung, also es bezieht sich hauptsächlich auf die USA. Und eben Glaube an die freie im Sinn von US-amerikanische Marktwirtschaft. Wir sehen also, wie wichtig das soziale Gefüge, die Identitäten, mit denen wir uns assoziieren und am Ende auch einfach die Messenger, die glaubwürdigen BotschafterInnen sind für unsere Glaubenssätze. Wir müssen es also schaffen, da komme ich jetzt hin, soziale Unterstützung zu schaffen. In jedem Bildungsangebot sollte es darum gehen, Gemeinschaft für Klimaschutz zu stiften und dabei unbedingt an den Werten anzusetzen des Gegenübers und der Gruppe. Und diese erstmal nicht verändern zu wollen, denn Werte sind was relativ Stabiles. Ne? Die verändern sich durchaus über die Zeit. Wir brauchen einen gesellschaftlichen Paradigmen- und Wertewechsel. Das ist aber nichts, was wir innerhalb von einem Bildungsangebot mal so schnell hinkriegen. In der Regel sollten wir erstmal bei den Werten anfangen, die vorhanden sind und dort ansetzen und klar machen, warum ist genau das, weil dir das wichtig ist, so wichtig, dass du dich mit der Klimakrise und mit Klimaschutz beschäftigst. Zum Thema BotschafterInnen. Es geht in eine ähnliche Richtung. Es ist ganz essentiell, dass wir mit Menschen arbeiten und die eben auch in Bildungsangeboten direkt einbeziehen, diese praktisch nutzen, die Ressource nutzen, die von unserer Zielgruppe als glaubwürdig erachtet wird. Na, also wenn wir jetzt eine ganz junge Gruppe haben, dann wäre es toll, jemanden zu haben. Ich denke jetzt mal an Rezo oder große Person tatsächlich auch im Social-Media-Business, die als glaubwürdig und als interessant und spannend erachtet würden für unsere Zielgruppe. Und wenn die Menschen was über Klimaschutz sagen, dann hat das einen viel größeren Einfluss, als wenn das Personen tun, mit denen sich die Teilnehmenden weniger assoziieren können. Und das Allerwichtigste, wir brauchen in jedem Bildungsangebot, aber auch gesellschaftlich unbedingt, immer ein Gemeinschaftssinn und eine soziale Norm, die für Klimaschutz kreiert wird. Und genau das sollten wir stiften in jedem Bildungsangebot, in jeder Organisation, in jeder Kommune. Wir müssen weg von der sozialen Ablehnung und hin tatsächlich zu einem Gemeinschaftssinn für Klimaschutz. Wie hoffnungsvoll können wir denn eigentlich sein in der Klimakrise? Also wir alle haben automatisch Gefühle, die wir mit der Klimakrise, mit Katastrophen, mit Krieg assoziieren. Und das sind in der Regel erstmal keine positiven, keine angenehmen. Die sind natürlich ganz unglaublich wichtig. Die müssen wir beachten. Das sind ganz wichtige Botschaften an uns selbst. Das sind in diesem Sinne positive Signale, weil sie uns weiterhelfen. Ist aber in der Regel erstmal nicht sonderlich angenehm. Das führt dazu, beziehungsweise in der Kombination mit dem, wie unsere Psyche gestaltet ist und wie wir versuchen, unser Leben möglichst einfach zu gestalten, dass wir in der Regel versuchen, uns die Welt so zu machen, wie sie uns gefällt, nach Pippi Langstrumpf. Das Thema Emotionsregulation. Also wir versuchen im Alltag ziemlich vieles, um am Ende ein angenehmes Leben zu haben. Wir suchen die Situation auf, wir passen sie an, wir reagieren so. Also wollen eigentlich auf vielen unterschiedlichen Wegen dafür sorgen, dass angenehme Gefühle, Freude, Selbstwirksamkeit, Stolz, also alles, was sich so gut anfühlt, dass wir das nähren und dass möglichst unangenehme Gefühle, vielleicht Traurigkeit, Frustration, Ohnmacht und so weiter, dass wir das sinken lassen. Das macht Sinn für unsere psychische Gesundheit, absolut verständlich. Wenn wir uns jetzt aber überlegen, wir sind in Krisenzeiten, führt das dazu, dass wir uns mit Krisen viel zu spät beschäftigen, grundsätzlich, weil das ja unangenehme Gefühle hervorruft, mindestens erstmal im direkten Schritt. Das ist also gar nicht so einfach. Wir sollten dementsprechend, ich nenne es manchmal so eine Kaskade an Gefühlen, sage ich mal, auch in der Bildungsarbeit nutzen und uns genau darüber Gedanken machen, welche Gefühle wollen wir wann auslösen, beziehungsweise wann eben auch in den Vordergrund rücken.
Und entscheidend ist, dass wir natürlich in dieser Katastrophenzeit nicht nur angenehme Gefühle und direkt bei der Visionsarbeit einsteigen können in der Bildungsarbeit, wenn es um die Klimakrise oder andere ökologische Krisen geht. Wir müssen natürlich erstmal bei der Realität beginnen, in der wir sind. Und das braucht eine bestimmte Risikowahrnehmung. Also die Dramatik der Situation müsste erstmal erkannt werden auf einer ganz emotionalen Art. Wichtig ist aber dann, dass wir diesen Schritt in jedem Bildungsangebot, und ich meine wirklich in jedem, reingehen zum Thema Selbstwirksamkeit. Also was machen wir jetzt mit diesem Risiko? Was machen wir jetzt mit unseren eigenen unangenehmen Gefühlen? Was können wir jetzt daraus Produktives ableiten? Und das im besten Fall nicht nur auf der individuellen Ebene, individuelle Selbstwirksamkeit, sondern im besten Fall auf der kollektiven Ebene. Dass wir das Gefühl haben, als Gruppe, als teilnehmende Gruppe wirklich etwas bewegen zu können. Natürlich im Bildungsraum erstmal im Kleinen, im besten Fall im Alltag, in der Regelmäßigkeit, dann auch im Größeren. Und genau dazu habe ich euch zwei Abdrücke mitgebracht. Einmal einen Handabdruck und einen Fußabdruck. Und zwar stehen die nämlich symbolisch aus meiner Perspektive für ganz wichtigen Teil, der in jedem Bildungsangebot zum Thema Psychologie stattfinden sollte. Und zwar ist das nämlich einmal der Klimahandabdruck und einmal der Klimafußabdruck. Mit dem CO2-Fußabdruck haben wir uns alle schon relativ lange beschäftigt. Vielleicht haben wir auch mal Fußabdruckrechner gemacht. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, welche Emissionen wir ausstoßen. Das ist unglaublich wichtig, besonders natürlich auch auf der unternehmerischen Ebene. Also wir müssen drastisch Emissionen reduzieren, den Fußabdruck von vielen Organisationen reduzieren, auch unseren eigenen im besten Fall. Und das ist aus meiner Perspektive ein guter Start, um aktiv zu werden. Also ich hatte schon ein paar Beispiele gebracht zum Thema Konsum. Also wir können tatsächlich an unsere eigenen Emissionen ran. Das ist ein guter Einstieg. Viele von uns haben sich bestimmt mal damit beschäftigt. Was kann ich in meinem Haushalt tun? Welche Geräte? Energieeffizienz, also tatsächlich auch Einsparen von Energie. Also all das sind ja relevante Themen in der heutigen Zeit, wirklich relevant. Aber da gibt es interessante Studien zu. Zum einen kann ich das ja hauptsächlich alleine machen. Und zum Thema Selbstwirksamkeit frustriert es viele Menschen, weil wir natürlich, jede Person, die mal einen CO2-Fußabdruckrechner gemacht hat, weiß das, nur bedingt unsere eigenen Emissionen reduzieren können. Wir stoßen irgendwann an eine Grenze, und zwar die Grenze unserer Infrastruktur, also all dem, was unser öffentliches Leben eben so bereithält. Und dann wird der Handabdruck relevant. Denn beim Handabdruck, da haben wir wirklich die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen gesellschaftliche, politische Strukturen zu verändern. Und das sollte eine Richtung sein für jedes Bildungsangebot, da weiterzudenken, um tatsächlich auch mehr Impact in der Gruppe, also kollektive Selbstwirksamkeit, erschaffen zu können. Das heißt, die Frage ist auch hier, was sind denn wirklich Handlungen, die wir unseren Teilnehmenden durch die Bildungsangebote empfehlen können, beziehungsweise selbst eben umsetzen können, partizipativ gestalten können, die eben einerseits natürlich vielleicht beim Fußabdruck starten, aber dann eben auch beim Handabdruck enden. So. Ein ganz wichtiges Thema, und ich glaube, meine heimliche Lieblingsbarriere, tatsächlich, die uns vom Handeln abhält, ist die Frage des Selbstwertschutzes. Denn ich glaube, in dieser Zeit, wir erinnern uns nochmal zurück, super wicked problems, die Menschen, die die Probleme verursacht haben, müssen die Probleme lösen. Hört sich einfach an, ist unglaublich schwierig. Stellen wir uns vor, die wirtschaftlichen Führungskräfte, die Entscheidungsträgerinnen in der Politik haben es verursacht, müssen die Probleme lösen. Wie kriegen wir das hin? Was dann passiert, ist das Thema Selbstwertschutz. Das heißt, sobald wir das Gefühl haben, jemand greift uns an, machen wir in der Regel zu. Wie können also die Menschen, die die Verantwortung für die Probleme haben, nun auch die LöserInnen werden? Das ist unglaublich schwierig. Das ist eine ganz, ganz große Hürde, denn sobald wir das Gefühl haben, jemand geht an unsere eigenen Fehler ran, Schuld, Scham, all diese Themen, dann machen wir ganz schnell zu und ziehen unsere Mauer hoch. Wie funktioniert das genau? Selbstwertschutz passiert tatsächlich auch in unserem Kopf. Ständig einfach so mit. Also wir sammeln zum einen besonders selbstwertförderliche, selektive Indizien. Also wenn wir so rumlaufen, Zeitung lesen, dann lesen wir besonders das, was unseren Selbstwert fördert. Wir sammeln die selektiv. Andere Sachen blenden wir aus. Wir führen eine Neubewertung durch, wenn dann tatsächlich mal Personen zum Beispiel selbstwertschädigende Informationen an uns rantragen, bewerten wir die gegebenenfalls neu. Und wir gewichten selbstwertförderliche Informationen stärker.
Das heißt, wir tun ganz viel dafür, unseren Selbstwert zu schützen, keine Scham und Schuld zu empfinden. Sogar so stark, dass wir anfangen, uns überhaupt gar nicht mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also tatsächlich dann die Klimakrise gegebenenfalls zur Seite zu schieben, wenig Aufmerksamkeit darauf zu setzen. Warum ist das unglaublich relevant für jedes Bildungsangebot? Denn, und ich bin ein ganz großer Fan von der Arbeit von Malis Wollenkort, das ist eine Umweltpsychologin, die in Schweden, in Lund arbeitet und forscht, ganz spannende Forschung zum Thema Selbstwertschutz in der Klimakrise. Und sie hat nochmal die Rolle von unseren sozialpsychologischen Grundbedürfnissen, also dem, wonach wir eigentlich alle als Menschen grundsätzlich im Durchschnitt natürlich streben. Kompetenz, Autonomie und soziale Verbundenheit, diese hat sie nochmal in Bezug gesetzt zum Thema Selbstwertschutz. Sieht schwieriger aus, als es ist. Sie sagt, wenn diese psychologischen Grundbedürfnisse erfüllt sind, dann sind wir in der Lage, mit selbstwertbedrohlichen Informationen, zum Beispiel Informationen zur Klimakrise, so umzugehen, dass wir auch ins Handeln kommen können. Ja, also die Bedürfnisse sind erfüllt, alles ist gut, wir können auch ins Handeln kommen. Wenn aber diese Bedürfnisse nicht erfüllt sind, und wir können gerne mal überlegen, welche Teile unseres Lebens so gut waren, dass alle diese Bedürfnisse erfüllt waren, für leider viele Menschen auf der Welt ist das aktuell nicht der Fall, wenn die frustriert sind, so im ganz Groben als Schema, wenn die frustriert sind, dann sind wir eben nicht in der Lage, mit diesen selbstwertbedrohlichen Informationen zur Klimakrise umzugehen, und dann machen wir zu. Dann kommt es tatsächlich dazu, dass wir Selbstwertschutzstrategien anwenden und uns absondern. Das heißt, deswegen sind auch Dialogformate, deliberative Formate, BürgerInnenräte und so weiter so unglaublich wichtig, weil diese schaffen können, ein Miteinander zu gestalten, wo wir uns einigermaßen sicher und wohlfühlen. Das ist auch zum Thema Klimakommunikation gleich in den Workshops ganz entscheidend, dass wir uns wohlfühlen, eine Beziehung hergestellt ist, ein Raum hergestellt ist, wo wir uns wohlfühlen. Und dann sind wir in der Lage, uns mit anderen Menschen, die auch andere Meinungen haben, so auszutauschen, auch über schwierige Themen, dass wir trotzdem ins Handeln kommen können. Also, was nehmen wir da jetzt draus mit? Wir sollten Autonomie unbedingt immer wahren und auch aktiv bestärken in Bildungsangeboten. Kompetenz müssen wir fördern, also auch Selbstwirksamkeit, ne, ist so ein Element von Kompetenz erleben, unbedingt ermöglichen. Und soziale Verbundenheit, wir kommen wieder zurück zu der Rolle von sozialen Identitäten und Gruppen, müssen wir schaffen in der Organisation, in Bildungsangeboten und immer natürlich für Klimaschutz. Und den Selbstwert, wenn ihr eins mitnehmt aus diesem Vortrag, bitte den Selbstwert nicht angreifen, sondern schützen. Denn nur dann haben wir die Grundlage gelegt, miteinander überhaupt in den Austausch zu kommen zu diesen essentiellen Themen dieser Zeit. Die letzte Barriere, die mache ich ganz kurz, bevor wir dann nochmal in die großen grundsätzlichen Fragen der Klimakommunikation einsteigen, aber die allerwichtigsten Grundlagen habt ihr schon längst gehört, ist der innere Schweinehund. Auch die hatten wir gerade bei der Sammlung schon an der einen oder anderen Stelle gehört, das Thema Gewohnheiten, Bequemlichkeit. Also angenommen, die Intention, die Absicht ist da, ich hatte es an meinem eigenen Beispiel genannt, mit dem Sport machen, das ist nicht so ein einfaches Thema. Wie kriegen wir unseren inneren Schweinehund überwunden? Darum geht's jetzt. Also der Schritt von Intention zu Verhalten. Die Psychologie hat hier eigentlich eine große Antwort, die man in so zwei kleine Unterantworten teilen kann, und zwar Planung. Also all das, was Unternehmen oder große Organisationen klassischerweise machen, um sich Ziele zu setzen, da sage ich mal in kleine Unterziele aufzuspalten, all das ist das, was unseren eigenen inneren Schweinehund überwinden kann. Möglichst smarte Ziele und wie gesagt, zwei kleine Unterantworten, Handlungsplanung und Bewältigungsplanung. Also es geht einerseits darum, zu überlegen, was habe ich vor wann, ne? Also in Wenn-Dann-Sätzen wird es häufig gemacht. Wenn ich rausgehe zu diesem Zeitpunkt, dann mache ich das. Aber Bewältigungsplanung ist mindestens genauso entscheidend. Also im Vorhinein zu überlegen, was könnte schiefgehen. Wenn schief geht, dann löse ich die Situation so und so. Also die Probleme schon mitzudenken im Vorhinein und dann Lösungen zu finden. Das hilft uns tatsächlich, um den inneren Schweinehund ein Stück überwinden zu können.
Und natürlich, wenn wir Gewohnheiten mal aufgebaut haben, geht es darum, Rückschläge zu meistern. Also alle Personen unter euch, gehe ich mal davon aus, ihr habt einige umweltfreundliche, klimaschützende Gewohnheiten. Das ist aber gar nicht so leicht da, wenn da mal Rückschläge kommen, das gehört einfach mit dazu, dann wieder aktiv zu werden. Auch dafür kann tatsächlich die Planung weiterhelfen. Und am besten geht das immer mit anderen Menschen zusammen. So, wie motivieren wir jetzt eigentlich, also für Klima- und Waldschutz durch Bildung und Kommunikation? Ich habe es hier nochmal zusammengefasst. Wir haben die psychologische Distanz, wir brauchen emotionale Nähe, wir müssen auf jeden Fall die Strukturen ändern und das natürlich auch explizieren in Bildungsangeboten, sollten Selbstwirksamkeit schaffen, Gemeinschaft stiften und Wertschätzung zeigen, also statt den Selbstwert anzugreifen und den inneren Schweinehund anpacken, indem wir uns Ziele setzen und Planung umsetzen. Was sind also von dort ausgehend die wichtigsten Balanceakte? Also wir stehen wirklich, sage ich mal, auf so einem wackeligen Terrain mit der Klimakommunikation. Wir haben das jetzt alles gehört, wie schwierig es ist, von dem Träumen rein ins Handeln zu kommen. Jetzt sind da ganz viele Balanceakte in der Klimabildung, in der Klimakommunikation erforderlich. Und lasst uns da jetzt gemeinsam gerne mal praktisch werden. Und wir werden jetzt so ein bisschen theoretisch praktisch jetzt und so richtig praktisch werden wir dann in den Trainings- bzw. Workshops später, wo dann auch Janine und Chris mit unterstützen. Und da würde ich gerne auch nochmal so ein, zwei Handzeichen hören, welche Fehler machen wir denn besonders häufig in der Klimakommunikation? Also bewusst wir im Sinn von, ich nehme mich da gar nicht aus, was sind so Sachen, die ihr, wo ihr glaubt, das macht ihr besonders häufig falsch, das erlebt ihr in eurem Umfeld, das machen wir falsch, ja? Schuld zu weisen, ja? Wenn man mal eine Idee hat oder denkt, da macht man was Gutes, dass von anderen sehr klein geredet wird. Ja, uns gegenseitig abwerten praktisch bei eigentlich guten Ideen oder so ein bisschen, und dann wird es am Ende einfach schwierig, zu guten Lösungen zu finden. Ja, was machen wir noch falsch? Alarmismus. Alarmismus, spannendes Thema, gehen wir gleich auf jeden Fall nochmal drauf ein, ja? Was machen wir noch falsch? Bevormunden, ja. Ich habe einfach mal vier große Missverständnisse zusammengepackt und um die euch, sage ich mal, nochmal mitzugeben, das sind in der Regel eher offene Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen sollten, als dass es ganz klare Antworten darauf gibt. Deswegen auch das Thema des Balanceakts. Ne? Also es ist nicht so einfach, da eine Balance zu finden zwischen dem einen Extrem und dem anderen Extrem. Ich bringe sie mal mit. Das sind Missverständnisse, die ich mir nicht ausgedacht habe, sondern von zwei ForscherInnen, Moser und Dilling, zusammengefasst wurden. Und ich finde sie ganz hilfreich als so grobe Zusammenfassung. Ich habe sie aber auch teilweise ein bisschen relativiert. Also das seht ihr dann gleich. Also das erste Missverständnis der Klimakommunikation. Information inspiriert direkt zum Handeln. Missverständnis. Information allein inspiriert eben nicht zum Handeln, haben wir gerade gehört. Der Weg von Wissen zum Verhalten ist unglaublich lang. Thema psychologische Distanz ist relevant, kognitive Dissonanz, also unterschiedliche psychologische Phänomene sind dafür bedeutsam. Welche Abwägung sollten wir hier treffen? Welcher Balanceakt ist relevant? Ich habe es mal genannt, Frage informieren versus Infos auslassen. Ne, weil irgendwie brauchen wir ja Hintergrundinformationen. Sollen wir jetzt einfach direkt, sage ich mal, mit der Selbstwirksamkeit und mit dem Handeln starten? Also irgendwelche Grundlageninfos müssen wir bestimmt vermitteln, auch in der Bildungsarbeit zu Wald und Klima. Die Frage ist eben, wie viel und für welche Zielgruppe? Wer braucht denn eigentlich noch was? Da steigen wir dann tatsächlich auch in den Trainings dann gleich ganz konkret ein. Und gleichzeitig natürlich zum Thema Fake News. Also es gibt auch bestimmte Missverständnisse natürlich zum Thema Klimakrise. Auch da sollten wir natürlich ansetzen. Also das ist, finde ich, ein Thema, wo jede Person von euch wahrscheinlich konkret im Bildungsangebot eine gute Lösung drauf finden sollte, wie viel Information es wirklich benötigt. Das zweite Missverständnis, und das wurde hier gerade genau so genannt, ich habe es ja so mal genannt, Angstmache, man könnte es auch Katastrophismus nennen. Ich möchte dazu sagen, Angstmache ist bewusst nicht so gemeint, dass jetzt Klimawissenschaftler in Angst machen würden. Also sie stellen in der Regel ganz realitätsnah die Situation dar. Aber dennoch können wir uns ja untereinander Angst machen. So ist erstmal nicht abwertend gemeint. Angstmache alleine motiviert aber nicht zum Handeln. Wir auch gesehen, Selbstwirksamkeit ist entscheidend. Alleine Angst reicht erstmal noch nicht, dann muss auch irgendwas danach passieren. Vielleicht auch soziale Unterstützung und Ähnliches. Und zum Thema Emotionsregulation, da sind wir eben tiefer eingestiegen. In der Regel wollen wir erstmal Angst nicht so sehr empfinden. Und dann ist also die große Abwägung an dieser Stelle Angst versus Utopien, habe ich es mal genannt, ne? Weil
Sollen wir tatsächlich bei der Risikokommunikation starten oder vielleicht doch auch einfach Visionen uns angucken und wie können wir da, sage ich mal, eine gute Balance finden? Wo startet man, wo macht man weiter? Ein Best Practice, den ich für mich bisher da rausgefunden habe, ist tatsächlich zu beginnen mit dem Risiko und mit der dramatischen Situation, aber dann wirklich weiterzumachen beim Thema Vision und eben, was kann ich konkret umsetzen, in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Also ein Kombi zu machen, eine zeitliche Abfolge dessen. Weder das eine noch das andere, die gegeneinander auszuspielen, sondern beides zu tun, aber nacheinander so, dass man am Ende mit einem bestärkenden Gefühl aus dem Bildungsangebot rausgeht. Die dritte Abwägung, das dritte Missverständnis nach Moser und Dilling, heißt, wir erreichen alle auf den gleichen Wegen. Das ist das Missverständnis. Natürlich erreichen wir alle auf unterschiedlichen Wegen. Ich gebe da ganz gerne das Beispiel der Psychotherapeutin. Wer würde auf die Idee kommen, als Psychotherapeutin bei jeder Patientin, bei jedem Klienten immer wieder das Gleiche zu erzählen und dann immer noch dran glauben, dass genau das was bewirkt? Natürlich sprechen wir mit jeder Person anders. Jede Person hat andere Themen, ist eine andere Persönlichkeit, treibt was anderes um. Also natürlich erreichen wir alle auf verschiedenen Wegen, so individuell wie eben sind. Und dennoch ist das eine gar nicht so einfache Frage in der Praxis. Damit zusammenhängt ist das vierte Missverständnis, was heißt, am leichtesten mobilisieren wir über Massenmedien, das Missverständnis. Stattdessen mobilisieren wir am leichtesten, grob vereinfacht gesagt, über persönliche Gespräche. Was steckt da dahinter? Wir haben gesehen, individuelle soziale Anerkennung ist wichtig, Selbstwertschutz ist ein wichtiges Thema und auch Planung. Und das über Massenkommunikation zu erreichen, ist sehr schwierig. Also in Massenkommunikation über Social Media kann schnell sein, dass die Person sich abgewertet fühlt, dass wir eben nicht bei der Planung ansetzen können und konkret individuell rausfinden, was ist denn der nächste Schritt. Deswegen grundsätzlich persönliche Gespräche, persönliches 1:1 miteinander birgt da ganz viele Chancen und Möglichkeiten. Und dennoch, hier die große Frage, die letzte große Abwägung, maßschneidern versus für alle Zielgruppen etwas. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Herrn aus dem Bundesministerium und der meinte dann zu mir, ja, Zielgruppensegmentierung, klar, zielgruppenorientierte Kommunikation macht total Sinn, aber was würde denn unsere Bevölkerung sagen, wenn wir jetzt plötzlich unsere Facebook-Inhalte nur für eine ganz kleine Subgruppe anbieten würden, auf die da alles zugreifen und zuschneidern würden? Und dann gucken sich andere Leute das an, die eben jetzt nicht vielleicht zu den reichsten Menschen gehören, für die aber diese Social-Media-Inhalte sind und denken sich, hä, was macht denn das Ministerium da? Das heißt, wir müssen irgendwie einen Mix finden und tatsächlich auch eine situationsbedingte Abwägung. Wann macht es Sinn, maßzuschneidern, ne, wie es in persönlichen Gesprächen einfach ist, in einer kleinen Gruppe im Bildungsangebot möglich ist, aber in der Klimakommunikation in großen Formaten, wenn ich eine Rede halte, einen Text schreibe, dann ist es nicht so einfach, immer maßzuschneidern. Und da müssen wir auch tatsächlich überlegen, wie können wir denn das dennoch, sage ich mal, klug gestalten und welche Zielgruppen können wir zugrunde legen und was ist denn dann eine sinnvolle Ansprache, wenn wir eben gar nicht so richtig wissen, wer jetzt eigentlich vor uns ist. Ich möchte jetzt noch ein kleines Plädoyer halten. Und zwar, weil diese Themen uns tatsächlich so unglaublich am Herzen liegen, freuen wir uns sehr, dass wir am Social Impact Award als Finalistin mit dabei sind. Und für alle Personen, die Lust haben, tatsächlich für uns abzustimmen, seid herzlich dazu eingeladen, den QR-Code, den gibt es auch später nochmal in dem Trainingsteil. Und wir haben ein kleines Dankeschön, einen Dankeschön-Coupon mitgebracht. Auch da bekommt ihr gleich im Training nochmal ein paar mehr Informationen dazu. Wir haben nämlich einerseits hier Angebote, Beratung und Weiterbildung für maßgeschneiderte, für Organisationen, andererseits aber auch eine Online-Akademie zu eben genau diesen Themen der Klimapsychologie. Für jede Person, die nochmal Lust hat, da tiefer einzusteigen in die psychologischen Dimensionen, wenn online Kurs entwickelt und mit diesem Coupon erhaltet ihr einen 10 € Rabatt für den Online-Kurs. Also da, falls ihr Lust habt, später nochmal auf uns zuzukommen, sehr, sehr gerne. Jetzt kommt das kleine Plädoyer. Ich sehe ein unglaubliches Potenzial in Bildungsangeboten jeglicher Art in dieser Zeit der Klimakrise und der ökologischen Krisen wirklich was zu bewegen. Und ich glaube, dafür ist es aber ganz essentiell, dass wir uns alle überlegen, was bewegt uns eigentlich zum Handeln und was hält uns denn eigentlich ab? Und da tatsächlich auch mal wagen, neue Bildungsangebote zu denken in Richtung kollektive Selbstwirksamkeit. Also wie können wir schaffen, in der Gruppe uns wieder ermächtigt zu fühlen und aus der Ohnmacht rauszukommen? Und
Ich möchte euch alle dazu einladen, genau zu diesem Thema einzusteigen mit uns, eben nach der Mittagspause dann in den Workshops und das mal durchzudenken. Und einige der Punkte, die wir zum Thema Klimapsychologie und Klimakommunikation angesprochen haben, mal einzubinden, vielleicht in bestehende Bildungsangebote oder auch einfach da mal experimentieren und neues Denken zu wagen. Ganz vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich sehr auf alle Fragen jeglicher Art, kritische Anmerkungen, Ideen, Übertragungsfragen und Ähnliches und dann später auch sehr auf die Workshop-Phase. Vielen Dank. Habt ihr Fragen? Ich freue mich über Fragen, also bitte fragt. Hier geht's schon los, bitte. Ja, ich stolperte ein bisschen über den Satz, die, die das verursacht haben, sollen es auch wieder lösen. Und da guckt man ja so ein bisschen, da müssen das andere machen. Und ich finde das ja etwas schön ausgedrückt, in dem Sinne, ich stolperte erst drüber, aber dann trotzdem schön ausgedrückt. Ist ja zweideutig, meiner Meinung nach. Ich hoffe, das habt ihr auch so gemeint, oder? Ich verstehe es zumindest so drunter. Die das verursacht haben, bin ich. Also nicht für euch alle, sondern ich für meinen Teil. Und das ist nicht ein Schub in, das muss die Politik ändern, oder? Ich stolperte sozusagen drüber, wie ihr das versteht. Ich glaube, das ist eine Frage der kollektiven Verantwortung. Also wir alle sitzen da zusammen natürlich im Boot, was die Folgen angeht und dementsprechend auch der Notwendigkeit, was zu tun. Dennoch finde ich wichtig, die Möglichkeiten in Relation zu setzen und dementsprechend auch die Verantwortung nach den eigenen Privilegien auszurichten. Sprich, aus meiner Perspektive, ist aber meine ganz eigene moralische, ethische Einschätzung, ist die Verantwortung bei den Menschen besonders hoch, die eben besonders viele Privilegien haben, die es besonders leicht fällt, aktuell in diesem System Einfluss auszuüben und was zu verändern. Also ich sehe die Verantwortung besonders bei Menschen, die einen großen Hebel haben, aber natürlich, sage ich mal, proportional so, auch wenn man einen kleinen Hebel hat, ist die Verantwortung da, aber eben vielleicht ein bisschen kleiner. Das ist meine eigene Einschätzung. Ich glaube, ganz wichtig ist aber tatsächlich die Dimension, die du angesprochen hast, wo ich die da raushöre, dass wir uns eben nicht aus der Gleichung rausnehmen. Also nicht nur auf andere zeigen, sondern uns eben mitdenken, als natürlich auch ein Bestandteil in diesem Gefüge. Mindestens indem wir Gespräche führen, indem wir andere Menschen mit inspirieren, indem wir unsere eigenen kleinen oder größeren Projekte umsetzen, ne? Unternehmen gründen, Vereine aufbauen, uns engagieren. Also in jedem Fall, alle Menschen sollen mitmachen. Ich finde dennoch wichtig zu überlegen, was kann zum Beispiel mein Kumpel Pablo in der Philippinen machen, was kann Führungskraft im DAX-Konzern tun, und ich glaube, da ist ein kleiner Unterschied. Wir hätten noch eine Frage. Inwieweit wird denn da auch die Genetik denn auch mit einbezogen? Also wir wissen ja, dadurch, dass unsere Vorfahren nach Norden gezogen sind, haben wir ja eine ganz andere Auffassung von Angst und eine ganz andere Vorbereitung. Also auf den kommenden Winter war es ja damals, dass wir uns vorbereitet haben. Weitere Bevölkerungsgruppen im Süden haben ja diese Wahrnehmung nicht so sehr, weil sie sich eben genetisch die Selektion da ja nicht so stattgefunden hat. Inwieweit sind wir denn da jetzt, dass wir immer sagen, oh Gott, wir sind diejenigen, die immer nur Angst haben und versuchen vorzubereiten und treffen ja auf der Welt dann auf Bevölkerungsgruppen, die sagen, sag mal, was hast du da eigentlich? Ja, vielen Dank für die Frage. Es ist so, sag ich mal, so ein Grundsatzthema in der Psychologie, Genetik versus Sozialisation und was hat eigentlich wie viel Einfluss. Grundsätzlich, ne, stellen wir uns mal vor, ein Kind wächst in der einen Familie auf im Vergleich zu der anderen, hat vielleicht die gleichen Gene. Die Sozialisation ist nach meiner Einschätzung wesentlich bedeutsamer erstmal als die Genetik. Natürlich trotzdem haben wir einen bestimmten Rahmen, ne, unserer Gene, die wir umsetzen können. Inwiefern das konkret mit unserer Angst, mit unserem Angstverhalten oder unserer Wahrnehmung von Angst zusammenhängt, da kenne ich bisher jetzt keine Studien dazu, die sich damit explizit auseinandergesetzt haben. Können wir gerne gemeinsam dann vielleicht auch nochmal in der Diskussion oder später in der Mittagspause nochmal untereinander besprechen. Also ich wollte einfach mich noch bedanken für diesen, wie ich fand, super bereichernden Vortrag. Wo sitzt? Ah, da. Weil der hat eine Lücke für mich geschlossen. Es hat gefehlt sozusagen, weil ich habe die ganze Zeit da und ich arbeite ja auch mit Kindern.
Und da haben wir uns auch bei dem Berliner Wald schon unterhalten, wie viel können wir eigentlich den Kindern immer zumuten, weil die sind sehr empathisch. Also ich erlebe die Kinder sehr zugewandt, empathisch, die sind sauer, wenn Müll im Wald liegt, die wollen was ändern oder sagen, die Erwachsenen sollen was machen. Also die haben noch nicht diesen Selbstwertschutz im Sinne von, dass sie es abwehren. Ja. Und das war für mich gerade diese Lücke, die sich geschlossen hat, weil eigentlich, haben wir ja gestern gehört, ist es total dringend, nochmal. Und jetzt arbeiten wir viel mit den Kindern, was ich auch super wichtig finde und gut. Aber die Kinder brauchen ja noch 10 Jahre, bis sie handlungsaktiv werden oder 15, ja, oder 20 Jahre. Und warum müssen wir eigentlich sagen, ey, unser Bildungsauftrag sollte weg von den Kindern mehr zu den Erwachsenen führen. Also die Kinder nicht loslassen, aber wir müssen vielleicht alle mehr mit den Zielgruppen machen, die handlungsfähiger sind. Und da ist, glaube ich, die Angst, mit dem was zu machen, auch, wenn ich Leute was mache, die d'accord sind, dann ist das total schön, das Seminar draußen. Aber wie komme ich an die Gruppen dran, eben wo ich diesen Selbstwertschutz angreife? Und das finde ich total wichtig. Dieses Wort nehme ich heute total mit, ja, dass ich doch Seminare für Erwachsene anbieten muss eigentlich jetzt. Ich fühle mich dazu richtig gezwungen gerade, weil wir können nicht alles auf die Schultern der Kinder legen. Also mit denen gebe ich lieber einen Wald und mache eine naturpädagogische Basis, dass sie das cool finden und dann die Empathie mitnehmen und später Umweltschützerin zu werden. Ja, und ich glaube, das ist vielleicht uns allen nochmal Appell, gerade als Menschen, ist, was wir auch gehört haben, des globalen Nordens, da aktiver zu werden, weil wir sind die noch tendenziell weniger unter dem Klimawandel leisten als die Leute wie dein Freund Pablo von den Philippinen, der weniger Handlungsspielraum hat als wir mit unserem Sozialsystem und Wohlstand. Also vielen Dank. Vielen Dank für die Anmerkung. Wir haben Christian und ich würde sagen, dann schließen wir die Fragerunde. Also erstmal danke für den Vortrag. Ich finde das ganz spannend. So die Analogie, Greta fragt, how dare you? Und wir stellen uns in der sozialen Arbeit oft die Frage nach der Gretchenfrage, wie erreichen wir eigentlich die Menschen, die sich nicht so richtig erreichen lassen wollen? Jetzt habe ich aus Ihren Ausführungen entnommen, es gibt eine gute Zusammenfassung in der Analyse, woran könnte es liegen, was sind die Stolpersteine. Trotzdem ist die Umsetzung ja genau das Spannende. Einerseits nicht zu frustrieren, nicht zu überfordern, nicht dogmatisch zu sein, eben Prozesse auch individuell zu betrachten, Menschen Anregungspotenzial zu bieten und gleichzeitig aber auch Freiräume. Also wir haben alle Brüche so und die finden wir alle bei uns selber auch. Und von daher finde ich den Ansatz, den Sie vertreten, sehr spannend. Ich stelle mir aber gerade die Frage auf Flensburg. Wir haben, das wird sich wahrscheinlich in anderen Kommunen ähnlich finden, ein Klimaverbund von hauptsächlich Industrie-, Wirtschafts-, Gewerbetreibenden. Und ich finde, dort wäre eben auch ein Ansatz nach Ihrem Muster durchaus spannend. Also ich stelle mir gerade vor, ob das möglicherweise ist, ein Klimaverbund mit tatsächlich Menschen, die in Schalt- und Waldpositionen sitzen, nicht nur für ihre Mitarbeiterinnen, sondern eben auch aus Unternehmenssicht ja plötzlich Anregungspotenzial. Ne? Also ein Stromversorger, der plötzlich sich vielleicht selber auch die Frage stellt, welches Machtpotenzial habe ich in dem Moment, wo ich verschiedene Stromarrangements auch auf den Markt speisen kann. Ob man sowas nicht einfach mal nach Flensburg holt. Also vielleicht sehen wir uns wieder. Das war das Wort zum Sonntag. So. Sehr, sehr gerne.